Ja, hallo Fahrradcamper-Freunde und alle, die es noch werden wollen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die vielen Kommentare, die ich in den letzten Monaten auf meine neuen Videos, die ich mittlerweile veröffentlicht habe, erhalten habe. Ich bin ja erst seit August 2021 dabei und habe, wie gesagt, in den Kommentaren immer wieder eine Frage bekommen, und zwar die Frage nach dem Bau des Fahrradcampers. Wie habe ich das gemacht? Das interessiert sehr viele und deswegen habe ich beschlossen, endlich mal diesen Film fertig zu bekommen und euch zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht ganz einfach, weil ich damals noch nicht wusste, dass ich das auch auf YouTube mal veröffentlichen werde. Und deshalb habe ich sehr viele Fotos bloß gemacht und ganz wenig gefilmt. Ich versuche das aber trotzdem so ein bisschen aufzubereiten mit Filmszenen zwischendurch, wo ich dann unterwegs war in den letzten Monaten mit dem Fahrradcamper. Und hoffe, dass das trotzdem interessant für euch ist. Ja, ganz kurz stelle ich euch noch die Materialien vor, die ich hauptsächlich zum Bau verwendet habe. Das ist in erster Linie Styrodur gewesen. Styrodur ist dieses Material hier. Es fässt sich so ein bisschen an wie Styropor, hat aber eine wesentlich feinere Struktur, eine höhere Dichte. Also ist im Grunde auch, man kann es zwar reindrücken, aber nicht ganz so doll wie bei Styropor. Hat hier auch Kanten, mit denen man die Platten miteinander verbindet. Das ist bloß ein Reststück. Sie waren also wesentlich größer, aber haben eine entsprechende Festigkeit und Steifigkeit, was Styropor nicht mit sich bringt, und haben den Vorteil, sie sind sehr leicht, relativ stabil und haben trotzdem eine ganz gute Wärmedämmung. Und die Platten sind ungefähr 3 cm dick. Das heißt ungefähr, sie sind 3 cm dick. Ja, weiterhin habe ich denn für meinen Fahrradcamper diese Aluminiumrohre genommen. Die sind 2 Meter lang gewesen. Das hat dann auch die Länge für den Fahrradcamper vorgegeben. Und sind 4 cm im Durchmesser. Ja, und das Dritte, was eben noch wichtig war, sind diese Gewindestangen. Das ist eine 12er Gewindestange. Und damit habe ich dann das Aluminiumrohr auf der einen Seite mit dem Aluminiumrohr auf der anderen Seite verbunden. Und das war eigentlich die Grundkonstruktion für meinen Fahrradcamper. Ja, der Weg zum Fahrradcamper ist ein ziemlich langer Weg bei mir gewesen. Also es ging schon 2017 los, als ich zusammen mit meiner Frau damals einen Transporter gekauft haben. Das war ein ehemaliger Polizeiwagen. Und wir haben beschlossen, daraus ein Wohnmobil zu bauen und haben dann angefangen, den zu entrümpeln und haben da Stück für Stück die Einrichtung reingebaut, so wie wir es uns vorgestellt haben. Haben da auch YouTube-Videos geguckt bis zum geht nicht mehr, um dann verschiedene Ideen zu haben, wie man den am besten aufteilt. Ja, weil wir einfach in der Natur sein wollten und an den See, auf der Wiese, in den Wald fahren wollten, so wie man das auch immer in der Werbung irgendwo sieht. Und uns wurde dann, als wir fertig waren und das gemacht haben, recht schnell klar, so einfach ist es nicht. Also in Deutschland schon gar nicht, weil man ständig das Problem hat, dass man eben an bestimmte Stellen gar nicht rankommt oder ran darf. Und wenn man es eben doch macht, dann hat man eben öfter mal Probleme mit dem Ordnungsamt, Polizei und so weiter. Und das haben wir leider auch gehabt. Und da war für mich schnell klar, das ist nicht der richtige Weg, um in die Natur zu kommen. Und immer bloß wandern wollte ich auch nicht, muss man ja auch irgendwie erstmal hinkommen. Da habe ich mir damals dann schon Gedanken gemacht und habe überlegt, welche Möglichkeit gibt es, in die Natur zu kommen, ohne dass man da ständig irgendwelche Verbotsschilder hat, wo man nicht lang darf. Und da habe ich gedacht, gut, Fahrradfahren ist eigentlich das Beste. Mit dem Fahrrad kommt man überall durch und da war dann schnell die Überlegung da, ja, müsste da irgendwas gehen, wie man mit dem Fahrrad irgendwo übernachten kann. Und da bin ich auch bei YouTube auf die Videos von dem Paul Elkins aufmerksam geworden, der eben mit einfachen Mitteln so planwagenähnliche Fahrradanhänger gebaut hat, die er als Wohnwagen eben nutzen konnte. Und gleichzeitig habe ich dann auch noch im Fernsehen eine Sendung gesehen, wo der Skovi, also Jörg Skovonek, mit seinem Fahrradcamper gezeigt wurde. Und das war für mich dann so der Grundgedanke, jetzt muss ich in die Richtung auch was machen. Dann ging es darum, ich habe mir dann erstmal ein kleines Modell gebaut und habe das so versucht, im Grunde alles in Miniatur erstmal auszuprobieren. Und das war mir dann aber irgendwann zu umständlich, dann habe ich es wieder liegen lassen eine ganze Weile und habe dann überlegt, wie ich mein eigenes Modell für mich schaffen kann, das meinen Anforderungen entspricht. Und habe dann einen Entwurf, einfach eine Skizze gemacht, und dieser Entwurf ist dann letztendlich das geworden, was ich jetzt draus gebaut habe.
Ja, nun ging es daran, zu überlegen, wie man das am besten aufbaut. Es musste erstmal ein Grundgestell her. Ich wollte jetzt auch keinen fertigen Wagen nehmen, sondern hatte mir selber überlegt, aus zwei Alustangen mit Gewindestangen verbunden und den Rädern dran und einer Bodenplatte erstmal ein Grundgestell zu bauen. Das gab dann auch mehrere Versuche, wo ich das denn so zusammengestellt habe und um erstmal eine Vorstellung von der Optik zu kriegen. Es war relativ früh für mich klar, dass ich ein Material verwenden will, was sehr leicht ist, um eben auch ein geringes Gewicht zu haben, was man mit einem Fahrrad hinterherziehen muss. Und habe mich dann für Styrodur entschieden, habe das im Internet bestellt und ich glaube, ich habe für die ganzen Platten zusammen damals 65 € bezahlt, die für den kompletten Fahrradcamper reichten. Dann habe ich erstmal das Grundgestell zusammengeschraubt. Die Breite liegt bei ungefähr 85 cm Außenmaß. Und eine Bodenfreiheit hatte ungefähr so von 15 bis 20 cm. Und die beiden Aluminiumrohre habe ich dann mit vier Gewindestangen miteinander verbunden, wobei eine davon dann auch gleichzeitig die Achse darstellt. Und habe mich dann im ersten Moment für Schubkarrenräder entschieden, weil ich gedacht habe, okay, die tragen mehr Gewicht, sind stabil und ziemlich unverwüstlich, gerade wenn man durchs Gelände fährt. Ja, dann ging es daran, eine Deichsel zu bauen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, die Deichsel hätte ich lieber so machen sollen, dass sie mittig sitzt. Ich habe sie aber, wie gesagt, auf der einen Seite des Wagens befestigt und habe sie aus einem Stahlrohr gemacht, was ich kalt gebogen habe, was später dann noch zum Problem wurde, weil es dann irgendwann gebrochen ist während einer Fahrt. So, und als ich dann die Deichsel dran hatte, habe ich dann mal eine erste Probefahrt gemacht. Ich habe wirklich bloß eine ganz einfache Kupplung ans Fahrrad montiert mit einem Splint und wollte erstmal testen, wie das überhaupt ist, das Fahrverhalten. Und das war soweit gut. Bloß die Schubkarrenräder waren unheimlich laut, ist mir aufgefallen. Dann kam als nächstes, dass ich überlegt habe, gut, wie mache ich die Styrodurplatten jetzt auf dem Boden fest? Und da fiel mir im Baumarkt so eine Bewährungsmatte in die Hände, die man normalerweise nimmt, um Betonflächen stabiler zu machen. Da habe ich mich daran erinnert, dass früher Bettgestelle so ähnlich aufgebaut waren, also wo auch im Grunde mit Federn so eine Metallmatten drin waren. Und das habe ich dann überlegt, das wäre eigentlich gut, wenn ich von oben und unten Styrodurplatte drauf mache und dazwischen eben diese Matte habe. Und an den Enden links und rechts habe ich die dann eben umgebogen, Löcher in die Aluminiumrohre gebohrt und da diese Drähte, sage ich mal, versenkt. So, und dann ging das los, dass ich das getestet habe, wie das mit der Breite ist von den Styrodurplatten und habe überlegt, wie macht man die denn nachher auf der Bodenplatte fest. Da habe ich dann Gewindestangen, das sind 8 mm Gewindestangen genommen und habe die durch die Aluminiumrohre gebohrt und von unten und von oben mit einer Mutter jeweils befestigt, so dass man die Seitenwände darauf aufbauen kann. Ja, hier sieht man dann schon, wie das durch die Bodenplatte kommt. Ich habe also zuerst die obere Bodenplatte gemacht. Darunter ist dann dieser Maschendraht, also dieses Metallgestell. Und habe dann die ganze Konstruktion umgedreht, so dass ich dann auf die Rückseite die andere Platte gemacht habe und habe dann beide Platten miteinander verklebt. Also ganz normal mit, ich glaube, es war ja bloß ein Komponentenschaum, so dass die durch das Gitter miteinander verklebt wurden. Ja, und dann ging es an den Aufbau der Seitenwände. Zwischendurch habe ich dann noch meine Stützen gemacht. Das sind zwei 2 cm Aluminium-Vierkantprofile. Die habe ich zusammengeklebt und ich musste ja auf die Breite von 4 cm kommen, damit sie mit meinen Alurohren zusammenpassen. Und habe dann von der Seite Winkel dran geschraubt, so dass die sich im Grunde wegklappen lassen. Dann hatte ich überlegt, wie ich das mit dem Dachfenster mache und da kam mir die Idee, ich brauche was ganz Leichtes und habe hier so eine Frischhaltebox gekauft, wo ich den Boden rausgeschnitten habe und habe gedacht, okay, dann habe ich im Grunde einen Rahmen und einen Deckel und das ist jetzt mein Dachfenster. Als nächstes kamen dann die Radkästen, die musste ich natürlich irgendwie passend zu den Rädern machen und habe die auf den Platten mit einem Zirkel dann angezeichnet und mit einem Messer geschnitten. Also ich habe die ganzen Styrodurplatten grundsätzlich mit einem großen Küchenmesser geschnitten. Hier sieht man langsam Stück für Stück den Aufbau. Die Styrodurplatten habe ich zum Anfang mit einem Spezialkleber für Styrodur geklebt, habe dann aber später gemerkt, dass es auch mit einem handelsüblichen Sanitärsilikon geht. Das hielt auch wunderbar. Ja, und so ging der Aufbau dann Stück für Stück vonstatten.
habe dann die Stützen montiert. Die Seitenwände habe ich dann jeweils abgestützt, damit die eben beim Kleben richtig zusammengepresst werden. So, die Rundung des Campers habe ich auch ganz normal mit dem Messer geschnitten, habe da eine Schablone für gemacht, angezeichnet, mit dem Messer geschnitten, so dass er dann langsam diese Form bekam. Dann habe ich überlegt, wo das Dachfenster ungefähr hinkommt. Ja, ziemlich zum Schluss, bevor ich das Dach reingemacht habe, habe ich dann erstmal noch die Tür ausgeschnitten. Ich wollte alles ein bisschen abgerundet haben, deswegen auch der Türrahmen mit Rundungen an den Seiten. Noch was zu der Verschraubung der Seitenwände. Da habe ich also Löcher in die Seitenwände gemacht, um an diese Gewindestangen ranzukommen, und habe die dann von innen im Camper mit Unterlegscheiben und Muttern nach unten festgezogen, zusätzlich zum Kleben mit Silikon. Was ein bisschen tricky war, ist die ganze Geschichte mit dem abgerundeten Dach. Da habe ich überlegt, okay, wie mache ich die Styrodurplatten, dass die hier rundet sind. Ich habe mich dann entschlossen, die so Ziehharmonika-mäßig einzuschneiden, also immer so kleine Keile rauszuschneiden über die ganze Breite und dann mit einem Heißluftföhn oder mit einem Heißluftgebläse zu erwärmen, und habe die dann über ein Rohr Stück für Stück gebogen. Ich habe dann bei den Dachplatten Silikon aufgetragen und habe das dann eingeklebt und noch zusätzlich mit Spanngurten gesichert. Ja, da die Platten bloß eine Breite von 60 hatten, der Wagen aber 85 cm breit ist, musste ich natürlich sehen, dass ich da ein bisschen stückle. Hat aber funktioniert. Als nächstes habe ich mich dann mit meiner wiederverschließbaren Frischhaltebox beschäftigt, habe die aufs Dach aufgelegt, angezeichnet, auch wieder mit einem Messer ausgeschnitten und dann mit Silikon in diese Öffnung reingeklebt. Und alles, was noch an kleinen Ecken und Kanten und Löchern und Ritzen war, die habe ich dann mit Holzspachtel zugespachtelt und abgeschliffen. Ja, von innen konnte man jetzt schon erkennen, wie es denn aussieht. Da fehlen natürlich noch die inneren Radkästen. Als nächstes habe ich dann die Tür eingebaut. Dafür habe ich ganz normale Scharniere aus dem Baumarkt genommen und habe die sowohl mit Silikon verklebt als auch zusätzlich noch verschraubt. Als Türgriff fand ich es ganz witzig, eine Halogen-Einbausporthalterung zu nehmen. Die Tür verschließt mit solchen Schrankmagneten, die man auch in Küchenschränken zum Beispiel hat. Die Kante vom Radkasten außen habe ich mit einer PVC-Kantenleiste gemacht, die man so an Fußböden hat. Ja, und dann ging es daran, schon mal Stück für Stück das ganze Teil zu streichen. Es ist noch geplant, das mal zu epoxieren, dass man also eine GFK-Schicht in dem Moment hat aus Gewebe und Epoxid. Aber ich wollte es erstmal fertig haben und habe ihn deswegen einfach bloß erstmal gestrichen. Dann mussten natürlich noch verschiedene Beleuchtungseinrichtungen dran, weil es ja vorgeschrieben laut StVO, dass mittlerweile auch Fahrradwagen eine Beleuchtungseinrichtung haben. Ja, und bevor ich die letzte Seite dann auch noch gestrichen habe, habe ich da noch einen Fensterausschnitt gemacht. Dort kam dann eine Acrylglasscheibe rein und die wurde auch wieder mit Silikon festgeklebt. Ja, als nächstes habe ich dann innen noch die Radkästen gebaut, die habe ich auch aus Styrodur einfach dran geklebt. Ja, und dann ging es schon mal daran, eine Probefahrt zu machen, um zu sehen, wie sich der Wagen beim Fahren verhält. Ja, nachdem die erste Fahrt sehr erfolgreich verlief, haben wir dann beschlossen, mal an einen kleinen See zu fahren und dort mal ein Picknick zu machen, um einfach mal zu schauen, wie das Feeling so mit diesem neuen Fahrradwohnwagen ist. Im Herbst 2020 ging es dann weiter mit der Elektrik des Fahrradwagens. Ich habe ein Solarfeld 120 Watt aufgeklebt und zusätzlich noch verschraubt, die Kabel nach innen geführt, einen Solarladeregler angeschlossen und eine kleine Lithium-Ionen-Batterie angeschlossen, die dann für meine Stromversorgung im Fahrradwagen zuständig ist. Was ich ziemlich wichtig fand, sind auch zwei Lüftungsöffnungen. Zum einen im Fußboden, um Frischluft anzuziehen, und zum anderen auch mal an der Seitenwand, um verbrauchte Luft oder warme Luft im Sommer wieder abzugeben nach außen. Ja, und anschließend ging es dann darum, den auch von innen noch schön zu machen. Dafür habe ich mir Bespannfilz gekauft. Der ist eigentlich für Lautsprecherboxen und ähnliches. Ist sehr weich und leicht und dünn. War ja auch nicht als Wärmedämmung gedacht, sondern einfach nur dafür, dass es optisch schöner aussieht. Ja, ich glaube, daran saß ich dann 2-3 Tage. Ich habe das alles mit Sprühklebern an den Wänden festgeklebt. Ja, und danach gab es dann schon die nächste Ausfahrt. Ich habe schnell gemerkt, dass ein Fenster auf einer Seite nicht ausreicht, besonders deshalb, weil man es auch nicht öffnen konnte, und habe dennoch überlegt, ein Bullauge in die Tür reinzubauen. Die handelsüblichen, die es dafür gab, die waren mir alle zu klein, und deshalb habe ich gedacht, okay, das baue ich selber.
Dieses Bullauge habe ich aus Kunststoff gefertigt, welcher normalerweise für Werbeschilder verwendet wird. Und natürlich auch mit einer Acrylglasscheibe versehen, die ich so angebracht habe, dass sie sich mit einem Scharnier öffnet und mit einem Dichtungsband, damit sie dann eben auch relativ dicht verschließt. Und ziemlich zum Schluss habe ich dann noch für mein eckiges Fenster eine Gummiabdichtung eingeklebt, damit es auch optisch besser aussieht. Das ist einfach ein Tischkantenschutz, den man normalerweise nimmt, um Kinder davor zu schützen, dass sie sich an einer Glasplatte zum Beispiel verletzen mit dem Kopf. Ja, die Matratze habe ich auf Maß fertigen lassen, in einer Breite von ungefähr 60 cm, mit einer Höhe von 8 cm und Länge von 2 Metern. Letztendlich war die mir aber irgendwann zu schwer und ich habe die dann nochmal mit einer Säge längs halbiert. Ist nicht ganz sauber geworden, aber hat trotzdem funktioniert. Ja, nach einer ganzen Weile habe ich mich nochmal damit beschäftigt, weil mir die Stromversorgung nicht ausreichte, dass ich mir eine richtige Powerbox oder Powerbank selber gebaut habe aus zwei Lithium-Ionen-Akkus. Zum einen den Akku, den ich schon hatte, zum anderen noch einen neuen. Es sind einmal 10 und einmal 20 Amperestunden mit 12 Volt. Und habe die verkabelt, dementsprechend noch eine Hauptsicherung drin. Und das ist die Box, so wie sie heute auch noch besteht. Und damit lade ich im Sommer dann auch meine Fahrradakkus wieder während der Fahrt auf. Ich habe immer einen Akku, der am Fahrrad ist und einen, den ich dann auflade. Und im Winter kann ich das zum Beispiel nehmen, um eine Heizdecke zu betreiben. Ja, das war das Video zum Bau meines Styrodur-Fahrradcampers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Sollten noch Fragen sein, könnt ihr das gerne in den Kommentaren unten drunter schreiben. Ich versuche auch jede Frage zu beantworten. Ansonsten abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr mal auf dem Laufenden bleibt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und ciao, sagt euer Camper Marco.